So, herzlich willkommen zum fünften Part des Osus Let's Plays. Heute zeige ich euch mal, was die Silageballen sind, beziehungsweise die eingewickelten Grasballen, also wie die angezeigt werden im Futtermischwagen, ob die als Gras oder als Silage angezeigt werden. Und dann haben wir noch einen normalen Stromballen. Halt die Klappe, Kra Hahn. Ja, das möchte ich euch in dem fünften Part heute zeigen. Dafür habe ich schon meinen Futtermischwagen vorbereitet. Und ja, dann nehmen wir als erstes mal den Strohballen. Ja, okay. Dann nehmen wir als erstes den Strohballen und tun den mal in das gute Stück rein. So. Und dann schauen wir mal. Stroh. Okay, Stroh wird schon mal angezeigt. Stroh ist drin. Hätte man besser den großen Beschwang nehmen müssen. Egal. So. Dann nehmen wir noch den Ballen hier. Einen Silageballen oder einen eingewickelten Grasballen. Mal schauen, wie der angezeigt wird. So. So, was das Zeichen jetzt bedeutet, ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall Mischfutter, aber wir können noch mal zur Probe. Da wir noch zwei weitere Ballen haben, können wir uns auch noch mal schnell den holen. Und dann können wir mal gucken, da wird das ja, glaube ich, detaillierter angezeigt und dann schauen wir mal da drin. Mit dem Mischverhältnis. So. So. Das wird, glaube ich, auch erstmal der letzte Part sein, den ich vom Osus Let's Play zeigen werde. Es werden noch Parts kommen, wo wir Multiplayer mit anderen spielen werden, wie das im Multiplayer abläuft und sowas. Also wie es, ob es gut läuft oder schlecht läuft. Und noch so einige Features im Zusammenspiel. Ja, da müsste man jetzt schon. Ah, X1, Ballen lösen. Okay. Und dann werden wir noch sehen, wie das dann abläuft im Multiplayer. Und ja. Das wird dann irgendwann jetzt diese Woche auch noch kommen oder nächste Woche. Je nachdem, wie wir halt Zeit haben. Ich weiß, es ist ein Ferienessen, es ist frei, aber man, momentan sind auch viele weg und sowas. Und ja. So. Der Ballen wird als Silage angezeichnet, gekennzeichnet. Also, eingewickelte Grasballen gleich Silage. So, das wollten wir wissen. So, das wollt ihr wissen. Jetzt habe ich es euch gezeigt. Also, nicht so. Habe ich euch gezeigt. Und ja, das war es dann auch eigentlich schon, wofür die jetzt benutzt werden. Und ja, damit sind wir dann auch schon am Ende. Dann können wir auch natürlich noch den zweiten Ballen aus Spaß reinkippen. Also die Arbeit mit dem Frontlader machen extrem Spaß, also richtig schön. So, zack, zack. Schuppdiwupps, da ist der Ballen auch schon wieder drin. So, können wir nochmal gucken. 100% Silage. Ja, das war's dann mit dem fünften Part des Osus Let's Plays. Ich hoffe, es hat euch wie immer gut gefallen. Dann sehen wir uns bei einem nächsten Mod-Review oder einem weiteren Part des Osus Let's Plays wieder. Ja, bei den Frontladergeräten müsste ich jetzt kein ausführliches Video machen, weil die sind alle komplett gleich. Allzweckschaufel für Futter zu laden, da hinten. Dann eine Palettengabel, noch eine Ballengabel, eine Mistgabel und eine Silagezange. Müsste alles bekannt sein. Großartig zu reden brauche ich da nicht. Und dann verabschiede ich mich mit dem fünften Part. Bis dahin.